Ja, moin moin und Metal, meine lieben Freunde. Und Rainer hat nun schon wieder Vlog 137 hochgeladen. Es geht hier Schlag auf Schlag. Die Qualitätsoffensive nimmt langsam Touren auf. Vielleicht auch nur die Quantitätsoffensive, aber wir schauen uns den Vlog natürlich trotzdem an. Wie immer beim Spiegellord, der in der Beschreibung auch verlinkt ist. Also lasst uns mal loslegen. So Leute, da bin ich wieder. Ja, man merkt, ich bin nicht mehr im Hotel. Warum? Oh, das sieht schon wieder aus, als wenn ein Fahrradfahrer in der Nähe vorbeifährt. Das gibt gleich Ärger, wenn er sich auf 50 Meter an Rainer annähert. Dieser Hass in seinem Gesicht ist schon extrem. Daran merkt man schon, dass er wieder komplett geladen ist. Hater haben es tatsächlich mal wieder geschafft, mir auf den Sack zu gehen. Ja, diesmal schon unter einer Minute, bis die Hater angesprochen werden. Bezweifelt eigentlich noch irgendjemand, dass er nur dieses eine Thema halt hat? Ansonsten kommen wirklich ja keine Videos, wenn es nicht mindestens einmal um die Hater geht. Rainer, du bist doch nun in der Natur. Zeig doch mal ein bisschen was. Mach dich vorher schlau, was es in dieser Gegend gibt und erzähl ein bisschen was darüber. Und mach sowas wie einen Reisevlog. Aber nein, es wird schon wieder ziemlich sicher ein Hater-Rage-Video. Und mich zu belästigen. Und mich anzugreifen. Sorry, ich muss hier echt lachen. Der frisst gleich irgendjemand auf, der da vorbeigeht. Dieser extreme Hass und diese Wut, die er da im Gesicht hat, ist einfach unglaublich. Man hört niemanden, man sieht niemanden. Die Person wird also noch weiter weg sein. Und da wird einfach wahrscheinlich nur jemand irgendwo in der Nähe lang gehen. Aber schon wirklich krass. Ja. Aber es ist ja auch vor Gericht bestätigt worden, dass er diese Paranoia hat. Und das sieht man hier auch ganz klar. So, da bin ich wieder. Musste kurz unterbrechen, weil da schon wieder ein Auto gekommen ist. Und es ist an dieser Stelle hier eher ungewöhnlich. Habt ihr gemerkt, dass da gerade ein Schnitt war? Ich will nicht wissen, wie lange er diesen Blick noch aufrecht gehalten hat, bevor sich herausgestellt hat, dass es natürlich kein Hater war, sondern nur jemand, der in der Nähe einfach lang gegangen ist. Egal. Was soll ich dazu jetzt groß noch sagen? Die Hater beweisen mal wieder aufs Neue zum milliardensten Mal, was sie für kriminelle Personen sind. Ich weiß, es wird gerne so hingestellt, dass ich der Böse bin und dass das alles, was gemacht wird, gerechtfertigt ist. Ja, aber wo genau ist denn bitte die Rechtfertigung dafür, dass ich schlicht und ergreifend mein Leben führe? Du darfst dein Leben führen, wie du willst, natürlich, Rainer. Aber wenn du provozierst, bekommst du Gegenwind in Form von Kritik. Und wenn du extrem provozierst, bekommst du stärkere Kritik. Und wenn du über 10 Jahre provozierst, bekommst du über diese ganzen Jahre auch Kritik. Sprech einfach nicht mehr über Hater und provoziere nicht. Mach deine Reisevlogs. So hattest du es doch auch geplant. Mach das doch einfach so. Aber nein, du musst wieder auf das Thema eingehen und es wieder ins Rampenlicht stellen. Und lass mich raten, Provokationen kommen gleich bestimmt auch noch ein paar. Ich möchte niemanden auf den Sack gehen, ich möchte niemanden angreifen, ich möchte niemanden in welcher Form auch immer anpissen. Ich möchte einfach nur mein Leben führen. Ich verstehe es nicht, beim besten Willen nicht. Weil egal was ich mache, egal was ich sage, egal was ich tue, ich bin der Böse. Und ich bin der, der ständig Scheiße baut. Nö, nicht egal, was du tust. Du machst halt viel Scheiße und dadurch bist du der Böse. Wenn du das sein lassen würdest, würde der Hate auch weniger werden. Das sagen dir ja auch alle seit Jahren, immer wieder, aber du willst es einfach nicht wahrhaben und wunderst dich nun, dass alles so ist, wie es ist. Aber am Ende ist es eigentlich so, dass ich einfach nur versuchen möchte zu leben. Ich möchte einfach durch die Innenstadt gehen können, ohne die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten verfolgt zu werden. Rainer, dann sei keine Person des öffentlichen Lebens. Wenn du ein Fußballspieler bist, wirst du halt auch mal gefilmt und es werden Fotos von dir gemacht, weil du halt ein Leben in der Öffentlichkeit zum Beruf gemacht hast. Lass diesen Beruf halt einfach sein. Such dir einen Beruf abseits der Öffentlichkeit, dann wirst du auch durch die Fußgängerzonen gehen können, ohne dass dich irgendjemand filmt. Aber das ist ja das Thema. Du willst dein Geld bekommen durch das Leben in der Öffentlichkeit, du willst aber nicht die negativen Seiten haben von dem Leben in der Öffentlichkeit und das geht halt so nicht, Rainer. Ich möchte mich in ein Hotel zurückziehen können und meine Woche in einem Hotel pennen können, ohne dass ich sofort wieder erkannt werde und herausgefunden wird, wo ich bin. Oder
wenn man herausfindet, wo ich bin, mich zumindest da in Ruhe lässt. Nee, stattdessen wird lieber wieder angegriffen und es werden lieber wieder Menschen attackiert und... Wer wurde denn attackiert? Das sind wieder diese Phrasen, die du bitte einmal belegen solltest, sonst glaube ich dir davon überhaupt nichts. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass der Staat nichts unternimmt. Weil das sind einfach kriminelle Machenschaften, da kann man nichts sagen. Ich meine, allein die, ich will gar nicht wissen, wie viele Schulden, wie viele Hunderttausende von Euro die Hater mittlerweile schon den Staat für Geld gekostet haben. Das sagt derjenige, der bei der Polizei anruft, sobald ein Fahrradfahrer an der Schanze vorbeigefahren ist? Ach, Rainer. Natürlich haben auch viele Hater den Staat Geld gekostet, aber du doch auch. Das ist halt ein zweiseitiges Schwert, was du immer auf die Seite der Hater runterbrichst und deine eigenen Fehler einfach nicht wahrhaben möchtest. Und bis du daran nichts änderst, ändert sich auch nichts an deinem Leben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Natürlich wird immer gerne gesagt, ja, ich bin der, der den Staat das Geld kostet, weil die Polizeieinsätze sind ja wegen mir. Aber in Wirklichkeit, und das sieht man in den letzten Wochen und Monaten, wo ich unterwegs bin, sieht man das sehr, sehr gut. Nein, Sekunde, Windstoß. Und man sieht es in den letzten Jahren wirklich, in den letzten Wochen wirklich sehr gut, wie die Hater sich verhalten. Ich meine, angefangen bei den ganzen Straftaten von Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Körperverletzung. Wo war in den letzten Wochen denn Körperverletzung? Und Sachbeschädigung? Meinst du immer noch diese Lü-Lü-Lü-Geschichte, dass ein Hater dir den Spiegel am Ranger kaputt getreten haben soll, der deiner eigenen Aussage nach ja irgendwo bei 1,20 Meter hochhängt? Nee, Rainer, das brauchst du keinem erzählen. Mach doch mal bitte ein paar genaue Aussagen, was für Straftaten begangen worden sind. Dann können wir ja auch mal darüber im Einzelnen sprechen. Über die ganzen, man kann das ja dann mal mehr Unfug nennen, weil die ganzen Pizza-Bestellungen und Dönerbestellungen oder generell Bestellungen bei irgendwelchen Lieferservicen, das funktioniert einfach nicht. Die ganzen Polizeieinsätze, die ganzen Feuerwehreinsätze, die ganzen Krankenwageneinsätze, die die letzten Jahre gelaufen sind und auch aktuell immer wieder passieren. Die ganzen Taxis, die bestellt werden. Ja, also bei den Taxis und den Pizzen, da gebe ich ihm schon recht. Das ist absolut scheiße, weil das andere Leute schädigt, die nur versuchen, ihren Job zu machen. Das finde ich auch Mist. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, dass der Staat gegen diese Menschen nichts unternimmt. Es gibt ganze Telegram-Gruppen, die 1800, 2000 Leute haben, wo einfach verlangt wird, dass man postet, wo ich bin, wo einfach verlangt wird, dass veröffentlicht wird, wo ich bin. Es gibt eine Telegram-Gruppe, das sind 20.000 Mitglieder oder sogar mehr, diese sogenannte Schanzenwatch-Gruppe. Und in dieser Schanzenwatch-Gruppe wird regelmäßig gepostet, was ich veröffentliche, was gemacht wird und so weiter. Und auch meist sehr gut eingeschätzt und Lügen von ihm sehr gut aufgearbeitet. Grüße gehen an dieser Stelle raus. Der Schanzenwatch-Broadcast ist auf jeden Fall zu empfehlen. Das ist mehr als nur Nachstellung. Aber der Witz ist, ich kann dir hier nicht mal anzeigen wegen Nachstellung, weil für Nachstellung andere Gesetzgebigkeiten existieren und diese Gesetzmäßigkeiten oder Gesetzgebigkeiten, wie auch immer, diese Sachen, die müssen existieren und die müssen umgesetzt werden. Ja, dann ist es ja keine Nachstellung nach deiner Definition. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, aber entweder ist es halt eine Straftat, dann kannst du es anzeigen, oder es ist keine Straftat, dann kannst du es halt nicht anzeigen, weil es halt keine Straftat ist. Ob es dich nun stört oder nicht. Und anders geht es nicht. Aber letzten Endes ist es nicht so einfach, weil mein Fall ist einzigartig. Vermutlich sogar weltweit. Ja, es gibt andere Fälle von Hatern, in anderen Ländern, in anderen Gegenden, in anderen Situationen, die auch nicht witzig sind. Und es gibt immer Menschen, denen geht es noch schlechter als mir. Ich will mich nicht hinstellen, als würde es mir sonderlich schlecht gehen. Ich verdiene viel Geld. Ich habe hier eine wunderschöne Aussicht. Hier will ich nochmal kurz einhaken. Du verdienst viel Geld. Ja, was denkst du denn warum? Aufgrund deines hochwertigen Contents? Oder vielleicht, weil die Leute sehen wollen, wie du als Tanzbär wieder anfängst zu ragen, so wie jetzt?
Wenn du das nicht willst, dann lass diese Videos einfach sein und mach was anderes. Du hast das in der Hand. Und nun bitte nicht anfangen von wegen, ich kann ja nirgends arbeiten, weil dann sofort der Arbeitgeber angegangen wird. Es gibt so 100% Möglichkeiten, wo er mit Hilfe der Staatsanwaltschaft, die ihm ja auch helfen wollte damals, etwas findet, wo er weit weg von der Öffentlichkeit etwas machen kann, ohne erkannt zu werden. Und ein Jahr ohne Videos und du bist vergessen und keiner interessiert sich mehr für dich und du kannst ein ruhiges Leben führen. Aber das willst du natürlich nicht, weil du dann für dein Geld wirklich arbeiten müsstest. Also beschwerst du dich lieber, dass die Welt so unfair ist und machst aber weiter mit deinem einzigen Thema, das du hast, den Hatern. Das ist halt der typische Rainer. Es ist ein wunderschönes Wetter. Ich sitze hier einfach mal so an einer Bank, habe im Hintergrund Geräusche von Vögeln, von Eulen, von Uhus, von jeglicher Art von Tieren und ich liebe diese Natur so. Aber ich kann nicht mal einfach, okay, jetzt wird es ein bisschen ach laut, aber ich kann nicht mal einfach irgendwo hinrennen und einfach mal irgendwo mein Leben führen. Weil sofort irgendwelche Leute mich angreifen, mir nachstellen, mich verfolgen und das auch noch für lustig empfinden. Alter, was ist denn jetzt los? Rainer, wer hat dich in den letzten Wochen angegriffen? Wie gesagt, solche Phrasen, die nicht belegt sind, können wir gleich mal außen vor lassen. Und solange du in der Öffentlichkeit bist, wirst du auch gefilmt. Habe ich ja gerade schon erklärt. Das muss man nicht mögen, aber das ist halt so. Wenn ein anderer YouTube-Star, keine Ahnung, irgendwie ein Monte oder so, jemand halt durch die Straßen läuft, wird er auch gesehen, gefilmt und es werden wahrscheinlich auch Fotos gemacht. Entweder lebt man dann damit oder man geht aus der Öffentlichkeit raus. Das sind halt deine Möglichkeiten, Rainer. Okay, hier bricht gerade das Frosch-Armageddon aus. Ist egal. Ich bin eigentlich nur in der Lage, mich nachts zu bewegen. Ich darf unterm Tag nicht rausgehen, ich darf unterm Tag auch nichts machen. Eigentlich war geplant heute, dass ich in die Sauna gehe, aber auch da kann ich jetzt nicht hingehen, weil ich einfach aus dem Hotel entlassen wurde. Ich habe die ersten Benachrichtigungen bekommen, dass die jetzt rausgefunden haben, in welchem Hotel ich bin. Das hat keine 20 Minuten gedauert. Klingelt das Telefon auf dem Zimmer, ja, ich möchte doch bitte gehen. Und der Tag wird mir jetzt zurückbezahlt, weil ich habe nämlich schon im Voraus bezahlt, 2 Tage. Und es kriegt das Geld zurück. Haben sie dann auch unten direkt gemacht, haben mir das Geld dann auch direkt zurück überwiesen, beziehungsweise direkt in die Hand gedrückt und gesagt, hier, bitteschön. Dass du dich darüber wunderst. Du hast doch in deinem letzten Vlog selber gesagt, ich zeige hier nun alles, weil die Hater eh in 20 Minuten wahrscheinlich wissen, wo ich bin. Und nun wunderst du dich, dass du gefunden wurdest, wenn du in Nürnberg durch die Fußgängerzone gehst? Ich kann halt verstehen, dass es dich nervt, dass du aus dem Hotel raus musstest, aber in deinem letzten Vlog hast du doch damit gerechnet. Wieso also nun diese Überraschung? Das Geld, die, was waren es, 65 Euro für die Nacht, für das Hotel, die ich jetzt nicht da verbracht habe, weil ich da jetzt heute nicht übernachten kann. Ich meine, jetzt ist es wieder ruhig. Ich meine, was erwarten die Menschen eigentlich? Was erwarten und erhoffen sich die Hater? Dass ich mich umbringe? Weil umso länger das Ganze geht, umso mehr habe ich das Gefühl, die Hater wollen, dass ich mich umbringe. Wie immer kann ich hier natürlich auch nur für mich sprechen. Ich rede nicht für die Hater, weil es nicht die Hater gibt, sondern einzelne Personen. Und meiner Meinung nach sollst du dich auf gar keinen Fall umbringen. Wenn du wissen willst, was ich möchte, kann ich dir das gerne sagen. Ich möchte den Menschen deine Art erklären und aufklären, was du für ein Mensch bist, der durch falsches Spiel und durch seine gewisse Reichweite versucht, zum Beispiel Frauen abzuschleppen im Discord, Leute versucht, das Geld aus der Tasche zu ziehen durch Abos, die keinen Gegenwert haben und sich selbst gerne als Opfer inszeniert, obwohl er auch, und ich sage sehr wohl auch und nicht nur, auch Täter ist, das aber nicht einsieht. Wenn du das einsiehst, dich änderst und dein Leben außerhalb der Öffentlichkeit führst, so wie du es ja scheinbar auch willst und es eigentlich nur noch machst wegen den Kohlen, dann würde ich auch keine Videos mehr über dich machen, weil du dann durch dieses nicht mehr öffentliche Leben diesen Schaden bei Frauen, abozahlenden Menschen oder Menschen, die wirklich Opfer von Mobbing sind, nicht mehr anrichten könntest. Das ist das, was ich will. Umbringen sollst du dich ganz sicher nicht. Sie haben es jetzt schon geschafft. Gut, das hatte keinen Grund mit den Hatern. Wir haben es jetzt schon geschafft, dass wir uns auch wieder getrennt haben, unsere Situation aktuell überdenken, unser Leben aktuell überdenken, wie es weitergehen soll, ob es überhaupt weitergehen kann und so weiter. Jetzt geht es weiter, dass ich wieder alleine bin. Muss ich auf meine Formulierung achten, weil sonst heißt es ja aus Gewohnheit.
Das würde ich ihm sogar fast glauben. Das hört sich halt so an, als wenn man eine Pause macht und dann mal schaut, ob es weitergeht. Also keinen klaren Schlussstrich mit seiner Partnerin, sondern eher sowas wie dieser Status bei Facebook, es ist kompliziert. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich denken soll. So, das einzig Gute an der Sache ist jetzt, ich habe mit meinem Handy die Möglichkeit, den Hotspot einzurichten. Ich werde das Video jetzt hier fertig verarbeiten und hochladen und werde es für morgen Mittag freischalten. Veröffentlichen werde ich es, denke ich, dann auch morgen Mittag. Ja, ich habe mir schon fast gedacht, dass das von gestern ist. Da war er etwas nördlich von Nürnberg, Eckental hieß das, glaube ich. Ich könnte es noch heute im Laufe des Tages oder auch im Abend veröffentlichen. Aber das Problem ist, ich komme von hier jetzt nicht so leicht weg. Ich muss mich jetzt erst anderweitig um eine Fahrgelegenheit kümmern. Ich bin hier wirklich gerade am Arsch der Welt. Ich bin hier wirklich gerade mitten in der Pampa. Und ich würde auch gerne öfter wieder Videos in der Richtung machen. Ich möchte einfach gerne mal einfach meinen Rucksack packen und einfach mal, ich laufe jetzt einfach mal eine Stunde in die Richtung. Rainer, ernsthaft? Du hast vor nicht langer Zeit die Drache-Läuf-Videos gemacht, da hast du nach 500 Metern umgedreht, weil du kaum noch atmen konntest. Und das kann man bei deinem Körper ja auch verstehen. Das Schlimmste, was du jetzt überhaupt machen könntest für deine Knie und Gelenke, ist, nun wandern zu gehen oder längere Zeit zu laufen. Geh lieber schwimmen oder mach irgendwas anderes Gelenkschonendes. Geht aber nicht. Geht nicht. Ich kann das nicht machen, weil ich sofort wieder von irgendwelchen Leuten angegriffen werden würde. Ich kann kein Video veröffentlichen, ich kann keinen Stream veröffentlichen. Viele sagen so, warum streamst du so wenig? Ich streame deswegen wenig, weil, wenn ich in Hotels bin, nicht gefunden werden möchte. Ich streame deswegen so wenig, weil, wenn ich in der Öffentlichkeit unterwegs bin, nach Möglichkeit nicht gefunden werden möchte. Ich hatte vor, morgen Mittag in Nürnberg nochmal durch die Innenstadt zu laufen und dabei einen Livestream zu machen, wie ich durch die Innenstadt laufe. Das kann ich jetzt vergessen, weil mich heute schon wieder die Leute gesehen haben und schon wieder geleakt haben, wo ich bin, weil sie einfach nicht 5 Minuten stillsitzen können. Ja, was soll man noch dazu sagen? Ich hab's ja schon gesagt, als Person in der Öffentlichkeit muss man halt damit rechnen, erkannt zu werden. Aber was ich mich hier frage, was hat Rainer denn erwartet? Als er aus seinem Haus raus ist, dachte er nun, alles klappt, so 1, 2, 3 ohne Probleme? Genauso wie es jetzt ist, haben das alle vorausgesagt und nun ist er komplett am Boden, weil es auch genauso gekommen ist. Hättest du auf den einen oder anderen mal gehört von den Leuten, die dir das gesagt haben, hättest du dich auch anders vorbereiten können. Aber nein, Rainer weiß es besser und ist nun in dieser bescheidenen Situation ohne Haus, ohne Führerschein, ja, ohne alles. Ich weiß, ich würge immer wie so ein kleines Kind, mecker, 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 mecker. Aber nee, es geht mir nicht einmal unbedingt darum, sondern es geht einfach darum auch, mal abgesehen davon, dass mein Leben dadurch diese ganze Situation komplett auf dem Kopf steht und mal abgesehen davon gar kein Leben mehr ist, eigentlich müsste man vor Gericht, eigentlich hätte ich vor Gericht das Argument bringen müssen, okay, ich habe jetzt 1 Jahr auf 2 Jahre Bewährung bekommen, ist die Freiheitsstrafe nicht eigentlich schon erloschen? Hä, wieso? Ja, ganz einfach. Ich habe 4 Jahre oder 5 Jahre nichts gemacht. Ich konnte nicht rausgehen, ich konnte keine Videos machen, ich konnte keine Streams machen, ich konnte nicht rausgehen und beschissene 5 Minuten einkaufen gehen, ohne dass Leute vor meiner Tür standen und Scheiße gebaut haben. Rainer, du hast den Begriff Bewährungsstrafe aber schon verstanden, oder? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob das bei dir genau angekommen ist, was das bedeutet. Ich habe mir irgendwann die letzten 2 bis 3 Jahre habe ich mir Essen liefern lassen. Durch einen Lieferdienst, durch Lieferservice. Einfach nur deswegen, weil ich keine beschissenen 5 Minuten aus meiner Haustür rausgehen konnte, ohne dass Leute von meiner Haustür randaliert haben, über den Zaun geklettert sind, Sachen geklaut haben, Sachen eingeschmissen haben und so weiter. Und trotzdem willst du nicht mit YouTube aufhören, um den Hate den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das sagt schon sehr viel über dich aus, Rainer. Man müsste sagen, eigentlich habe ich meine Strafe von 1 Jahr Haft auf 2 Jahre Bewährung längst abgesessen. Ich muss dazu sagen, natürlich, es ist keine Rechtfertigung, dass ich jemanden geschlagen habe. Ne, das habe ich auch in meinem Video gesagt und das sehe ich auch nach wie vor so. Dass ich diesen Leuten auf die Fresse gehauen habe, ist ein absolutes No-Go. Aber was habe ich denn für eine Wahl? Was habe ich für eine Wahl? Soll ich es nochmal sagen? YouTube beenden, bezogen auf damals im Haus bleiben, auf die Polizei warten, keine Provokationen mehr.
Meine Freiheit wird mir seit Jahren genommen, meine Menschenrechte ebenfalls. Ich habe keine Möglichkeit, mein Leben zu führen, weder auf privater Ebene, was meine Beziehung angeht, noch auf beruflicher Ebene, was meine Videos und Streams angeht, noch auf privater Ebene, wenn es ums normale Leben geht. Einfach einkaufen gehen, einfach mal beschissene 20 Minuten irgendwo hinlaufen und einfach mal ein paar Stunden spazieren gehen. Nein, Rainer, diese Freiheit nimmst du dir. Du kannst sie dir auch wiederholen, aber das willst du nicht. Dieses ganze Geplärre von dir, wir kennen die Platte ja, ist wieder der beste Beweis dafür, dass du nichts ändern willst. Du könntest es, willst es aber nicht. Du willst lieber, wie du ja vorhin schon gesagt hast, dass die Regierung was macht und andere sich um deine Probleme kümmern, die du erschaffen hast. So läuft das aber nicht. Nimm du dein Leben selber in die Hand und verändere was an der Situation und warte nicht auf andere, dass sie deine Probleme, die du erschaffen hast, für dich lösen. Ich kann nicht einmal eine Stunde durch den Wald laufen, ohne dass irgendwelche Leute dann mir nachlaufen, rausfinden, wo ich bin, wieder analysieren. Anhand dieser Bilder im Hintergrund wird auch wieder analysiert, wo hat er das Video aufgenommen. Vielleicht finden sie es raus, vielleicht auch nicht. Die Wetterthermik und ganz ehrlich, wie krank kann man sein? Wie krank kann man sein? Nur kurz zur Info, da er an diesem Ort gestern auch schon seine TikToks aufgenommen hat, war gestern schon bekannt, wo er war. Daher, da braucht man nun nicht wirklich mehr groß analysieren. Vor allem, ich bin hier jetzt einfach mal irgendwo. Irgendwo. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin einfach mal irgendwo. Habe mich jetzt einfach mal irgendwo auf dem Feldweg auf eine Bank gesetzt. Einfach mal an einem kleinen See auf die Bank gesetzt. Einfach mal, um hier ein paar Minuten Ruhe zu haben. In Dortmund war es genau dasselbe. Ich war bei meiner Verlobten, war ich 12 Stunden. Innerhalb dieser 12 Stunden waren 100 Leute vor ihrer Haustür gestanden, nur weil ein so ein beschissener Wichser mein Kennzeichen anhand der grünen Plakette gefunden hat. Ja, nun erzähl nicht, dass du nur ein paar Stunden da warst und dann ganz plötzlich gefunden wurdest. Die Nachbarn haben ja auch gesagt, dass du da schon mehrere Wochen lang getingelt bist, bis du da gefunden wurdest. Also schön bei der Wahrheit bleiben, Rainer. Das Auto hatte keine Kennzeichen drauf, als wir es abgestellt hatten. Haben wir extra darauf geachtet. Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, ist, diese Plakette abzumachen. Natürlich im Nachhinein ein Riesenproblem. Aber das nützt natürlich im Endeffekt nichts, weil... Ja. Aber genau das ist es, was ich meine. Das sind absolut kriminelle Handlungen, mal abgesehen von Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung bis hin zur Körperverletzung. Mir werden sämtliche Menschenrechte werden mir abgesprochen. Sämtliche Menschenrechte. Das ist wirklich hart mit anzuhören, wie wenig jemand Verantwortung für sein Leben und seine Taten übernehmen kann und der Meinung ist, die ganze Welt, die Regierung, seine Fans, die Hater, die Nachbarn, die Hoteliers, alle sind gegen ihn. Und er ist bei allem nur das Opfer. Unglaublich, diese Einstellung. Ich habe kein Recht auf Meinungsfreiheit, ja, weil das hier ist meine Meinung, was ich euch teile. Ich provoziere hier niemanden, ich teile euch meine Meinung mit. Und das ist jahrelang so der Fall gewesen. Jedes Mal, wenn du Hater beleidigst, provozierst du natürlich. Du merkst es aber scheinbar halt nur nicht. Ich kann auch meine Meinung sagen und damit andere Leute provozieren, ganz klar. Das machen viele Leute auch so. Dann müssen sie aber auch damit rechnen, dass andere Leute das scheiße finden und es als Provokation auffassen. Dass du das aber immer noch nicht kapiert hast, ist schon wirklich traurig. Ja, meine Meinung mag provokant sein, aber es ist dennoch meine Meinung. Egal wie provokant meine Meinung ist, sie ist meine Meinung. Und Aussagen, die ich getätigt habe, die beschissene waren und für die ich mich heute schäme, habe ich mich entschuldigt. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern viele, viele Male. Puh, da schwillt einem echt die Krawatte. Nein, hast du nicht, Rainer. Du sagst sowas, für alle blöden Sachen, die ich gesagt habe, Entschuldigung. Das ist doch keine ernst gemeinte Entschuldigung. Bei einer Entschuldigung gehst du auf die Sachen ein. Warum hast du das falsch gemacht? Was machst du nun, damit das nicht nochmal vorkommt? Aber sowas machst du gar nicht. Du weißt nämlich gar nicht, wie viel Blödsinn du die Jahre über gesagt hast, die provokant, rassistisch oder beleidigend waren. Daher kommt so eine allgemeine Entschuldigung, die nicht ernst gemeint ist, sondern nur dafür da ist, die Wogen irgendwie zu glätten. Und das merkt halt jeder, dass das nicht ernst gemeint ist. Am liebsten würde ich mich einfach hier hinstellen und einfach eine Stunde in den Wald brüllen. Einfach nur, um meine Aggression loszuwerden. Einfach nur meine Wut und meine Aggression und meinen Hass und meine ganzen Emotionen einfach mal rauszulassen.
Ja, merkst du denn nicht, dass genau das das Problem ist? Deswegen solltest du zum Anti-Aggressionstraining gehen, Rainer. Jetzt stell dir mal vor, da kommt jemand lang, der einfach ein Foto mit dir machen will. Du schnauzt ihn an, weil du so wütend bist über deine jetzige Situation, an der du schuld bist. Der Typ fühlt sich angegriffen, schnauzt zurück und es eskaliert. Genau das ist das Schema, was immer an deinem Tor an der Schanze abgelaufen ist. Und das liegt an deinen Wutausbrüchen, an denen du arbeiten musst. Aber nein, du sitzt lieber auf der Bank, machst einen Vlog und ärgerst dich über die böse Welt, die gegen dich ist. So wird es nicht besser, Rainer. Aber es hilft ja nichts. Ich weiß auch nicht, was ich noch machen soll. Ich habe kein Haus mehr, ich habe keine Wohnung mehr. Ich kann mir auch keine organisieren. Eigentlich war geplant, dass ich Ende der Woche mit meinem Banker treffe, weil ich eventuell ein Haus kaufen will. Das ist jetzt auch ein Termin, der flach fällt. Ich hatte noch andere Termine jetzt übers Wochenende oder über die Woche noch, weswegen ich in Nürnberg war, die jetzt auch alle flach fallen, die ich jetzt alle online oder einfach gar nicht wahrnehmen kann. Wie willst du denn ein Haus kaufen mit deiner Schufa und den maximal 20.000 vom Autoverkauf als Anzahlung dann? Naja, vielleicht irgendein runtergerocktes Haus, aber dann hättest du auch in der Schanze bleiben können. Hättest du die 70.000 nach dem Verkauf der Schanze investiert, hätte ich vielleicht gesagt, okay, das wäre eine Möglichkeit vielleicht gewesen. Aber mit den 20.000 jetzt als Eigenkapital mit deiner Schufa und den aktuell steigenden Zinsen sehe ich da aber tiefschwarz für dein Haus. Mach dich lieber auf die Suche nach einer Mietswohnung bei irgendjemandem, der dich nicht kennt und bestmöglichst wahrscheinlich kein Internet hat, dann hast du vielleicht noch mehr Chancen. Es ist halt letzten Endes das Gleiche, wie es seit Jahren der Fall ist. Egal wo ich bin, egal was ich mache, egal wie ich will oder was ich will. Es ist völlig irrelevant. Mich wird absolut niemand in irgendeiner Art und Weise akzeptieren, so wie ich bin. Ja, meine Meinung ist provokant. Ja, mein Verhalten ist definitiv nicht immer perfekt. Aber wessen Verhalten ist es das? Ach, diese philosophischen Anflüge wieder. Konzentrier dich lieber mal auf deine Situation und wie du das ändern kannst. Ach, komm. Man kann andere Leute so lange an den Pranger stellen, bis sie sich letzten Endes selbst zerstören. Aber irgendwann ist auch ein Maß erfüllt. Ja, und das war es dann auch. Ohne Verabschiedung, aber mit einem Paranoia-Blick zum Schluss. Und er meinte wohl, das Maß ist voll. Ich kann es halt nur immer wieder sagen. Er ist der Einzige, der an dieser Situation was ändern kann. Aber scheinbar will er weiterhin auf Opfer machen, das ganz ohne Verschulden in diese Situation reingerutscht ist und nun Hilfe von außen benötigt. Eigenverantwortung ist hier mal wieder nicht vorhanden. Naja, es bleibt auf jeden Fall interessant, ob wir nun bald die Survival-Staffel im Wald sehen werden oder wo Rainer demnächst noch hingehen wird. Bis dahin sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und Medal auf, meine Freunde.